Tja, wie war das denn noch Anfang des Jahres? Neujahrsevent, die Neujahrsaufgaben, da hieß es allen, geh mal zum Windenbach und fang Steinschill. Oh, das geht immer noch. Schön auf Steinschill am Windenbach. Naja, oder eben Barsch. Barsch ballert hier rein, Steinschill ballert hier rein und Wels geht auch manchmal hier rein, Quappe bestimmt auch zwischendurch. Also hier geht gerade so einiges rein. Ganz simple Köderkombi. Gucken wir uns gleich natürlich im Detail an, wie das Setup zusammengebaut ist. Und dann hier einfach nur durchjiggen mit der einfachen Jig-Montage. Zack, da haben wir den nächsten dran. Ja, der Biernot hatte mich gerade angeschrieben und meinte, hier, guck mal, am Windenbach auf Köderfisch stand er hier an der Stelle. Und mit Kaulbarsch hat er hier quasi rausgeworfen. Also schön auf Köderfischmontage, Köderfisch, dann der Kaulbarsch und dann hier locker ausgeworfen. Zander hat er gefangen, Steinschill hat er gefangen. Kann man natürlich auch machen, wenn man schon so weit ist, dass man eben hier auch mal Köderfisch nutzen kann. Da geht auch bestimmt zwischendurch dann mal der Barsch rein. Gerade Barsch wird ja auch immer mal wieder gesucht hier als Trophy, wenn man den Ehrenfischer machen will. Also, wenn man alle Trophies fangen will am Windenbach, da ist dann der Barsch immer mal wieder ein bisschen schwierig zu bekommen. Und ja, dann ist da natürlich Köderfischmontage, wenn man es schon kann, wirklich eine Möglichkeit. Oder eben Jigmontage, denn da ballern natürlich auch gerne mal die Barsche als Trophy rein. Bei mir sieht es gerade so aus. Ging direkt ganz gut los hier. Zander, zack, Barsch ging auch schon rein hier. Der war auf dem Schaumgummi-Fisch in Gelb. Der ganz normale 1er Schaumgummi. Schönes Ding mit über 2 Kilo. Das ist schon stattlich. Eine Muschel war auch schon dabei beim Jiggen. Hecht natürlich auch auf rote Köder. Ein kleiner Wels, viele Barsche, aber eben auch überall die ganzen Steinschille. Auch nicht so schlecht. Steinschill, Steinschill, Steinschill. Bis zu 1,2 Kilo jetzt hier hoch. Also das ist schon mal nicht so verkehrt. Apropos, ich gucke noch mal gerade nach Gewicht. 1,2, der war auf dem Quicker 3005. Und den habe ich tatsächlich auch immer noch so dran. Ja, also bleiben wir auch noch weiter auf den. Diese kleinen Zanderarten und so funktionieren immer wieder ganz gut auf Gummifisch. Und da eben dann speziell auch auf weiße Gummifische. Also das ist immer eine Kombination, die ganz gut funktioniert. Also Zander oder Steinschill, der Wolga-Zander, den nehmen wir dann natürlich auch gerne auf weißem Gummifisch. Oder weiße Gummiköder im Allgemeinen. Jetzt habe ich ja so einen Quicker dran, sowas Längliches, wie so ein Wurm eher. Und auch das funktioniert ganz gut. Allerdings sind die doch eher ein bisschen kleiner. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr kurbeln. Ja, kommen wir in Jig. So, jetzt müsste es langsam wieder gehen. So, 2 Drehungen. Ja, und da sind wir im Jig. 2 Umdrehungen. Dann klappt's. Es ist ein bisschen tricky. Es ist ein bisschen tricky. Wir gucken uns das gleich im Detail nochmal an, warum das hier ein bisschen tricky ist. Aber wenn man, ich sag mal, bis zu den Bäumen ungefähr auswirft, dann klappt es ganz gut. Also, ich bleib nochmal jetzt hier so in der Ecke stehen. Ich ziehe auch nochmal ein bisschen schräger hier rüber. Dann kann man jetzt gleich da hinten Richtung Birke sozusagen werfen, die da vorne drin ist. Zack, richtig schöner Steinschill wieder. Ja, 500 noch was Gramm, das passt. XP sind auch ganz okay. Also, so schmecken die doch schon ganz gut. Und direkt wieder auswerfen. Das passt so. Das passt so. Genau in die Reflexion hier quasi von der Steilküste so rein. Nicht zu weit, denn da hinten geht es dann auf einmal richtig steil runter. Und dann landet man da halt in dieser Vertiefung. Wie gesagt, wir gucken gleich nochmal eben auf der Map. Einmal ziehe ich jetzt noch durch. Und wenn man da in dieser Vertiefung ist, dann
Ja, dann kann man vielleicht ein, zwei Mal noch jiggen, dann hört das Jiggen wieder auf, weil man dann diese Kante hoch jiggen muss, dann unterbricht das wieder. Also so ganz weit muss man gar nicht werfen. Da reicht es, wie gesagt, in die Reflexion, wie gesagt, von da vorne, von der Steilküste oder ungefähr bis zu den Bäumen, die da im Wasser sind, zu werfen. Also bis hier so ungefähr, ne? Oder da die Reflexion von dem Baum im Wasser. Das reicht doch. So, jetzt nochmal durchziehen. Anderthalb Drehung, zwei Drehungen so ungefähr. Dass man hier so richtig gut gegen die Strömung auch reinkommt. In die Jigführung. Der Barsch war übrigens relativ weit vorne. Also der hat gar nicht da hinten irgendwo im Weiten gebissen. Sondern der Trophy Barsch direkt hier vorne in der Nähe von dem Schilf hier rechts. Da ist er reingeballert. Und war natürlich dementsprechend auch schnell draußen. Grundsätzlich könnte man hier auch relativ fein reingehen. Gerade auch für den Steinschill. Wir gucken uns das Setup mal eben an. Also, ich bin jetzt hier gerade ganz normal mit dem Belaya-Setup unterwegs. So, wie man es eigentlich kennt, als aufgewertetes Belaya-Setup. Normal verlinke ich nochmal. Absolut essentiell für alle, die erfolgreich an der Belaya angeln wollen. Und ab Level 30 plus kann man sich das dann aufwerten, das Belaya-Setup, und zwar einfach mit verschiedenen Rollen. Es gibt da mehrere Rollen zur Auswahl. Auch das verlinke ich mal eben. Das ist ein Short-Video, keine 60 Sekunden, massiv, alle Infos dann drin. Und da einfach mal kurz reingucken und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Jetzt gerade, wie gesagt, mit 9 Kilo unterwegs. Ich kann mir auch gut vorstellen, hier einfach mal nur so mit vielleicht 5 Kilo oder so reinzugehen. Sollte eigentlich auch reichen. Gerade für die kleinen Steinschill. Hier, 5,5 passt doch immer ganz gut. Dann habe ich jetzt hier einen 1er Haken drauf. 1er Haken, ja, vielleicht auch zu groß. Gehe ich auch mal ein bisschen kleiner rein. Denn der Steinschill ist ja auch gar nicht so riesig. Ich dachte, anfangs gehen vielleicht noch ein paar Zander. Muss aber auch nicht sein. Das heißt, wir gehen mal hier auf einen 7er, auf einen 6er. Guck mal, so ein 6er Haken ist doch richtig gut. 6er Haken. Und dann bleiben wir nochmal hier auf diesem Quicker. Die Lynx Minnows, auch immer wieder eine Option natürlich. Ja, das kann man glaube ich auch ganz gut machen. Auch in Weiß, wie gesagt, Weiß funktioniert immer wieder ganz gut. Aber auch trotz allem immer mal wieder auch andere Farben testen. So. Oh, der fliegt ganz anders. Ist auch schwerer, fällt mir gerade ein. Vielleicht läuft er sogar noch besser jetzt hier, der Jig-Kopf. Also einfach nochmal durchziehen. Bremse runter. Ganz wichtig, wir haben jetzt ein dünneres Vorfach drauf, also Bremse erstmal ganz locker machen. Hochstellen kann man sie immer noch. Andersrum ist immer schlecht, wenn man erst zu hoch gestellt hat und dann geht da der dicke Fisch rein, dann reißt direkt das Vorfach. Also erst immer locker einstellen das Vorfach oder die Bremse. Und wenn man dann merkt, okay, da ist ein richtig dicker Brocken dran, dann kann man immer noch hochstellen bis 29 oder so maximal. Halt bis in den roten Bereich, ne? So, komm. Ein schöner Steinschill noch hier. Oder ist jetzt der Jig-Kopf irgendwie nicht mehr so attraktiv? Das kann natürlich auch sein. Dass sie den anderen Jig-Kopf vielleicht interessanter finden. Einfach nur Tempo 50 jetzt hier. Zwei Umdrehungen. Vielleicht auch Tempo 50 mit Shift. Das muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Je nachdem, welche Rolle man hat. Die Rollen haben ja auch eine etwas andere Übersetzung, also immer etwas andere Geschwindigkeiten. Dementsprechend muss man da immer ein bisschen rumprobieren. Wenn das alles partout so nichts wird, andere Möglichkeit ist dann mit der Strömung zu ziehen. Das heißt, wir werfen dann einfach hier so rüber. Vielleicht klappt das ja auch, habe ich bisher noch nicht probiert. Ach so, vom Gewässeruntergrund, wir sind hier ganz oben. Und das hier ist halt jetzt der Bereich, ne? Also wenn ich jetzt hier so hinwerfe, dann habe ich hier ja, so einen leichten Übergang, aber keine starke Kante. Der Bereich hier, der dunkle, das ist schon eine ziemlich starke Kante. Wenn man hier lang jiggt, hüpf, hüpf, hüpf und dann hüpft es hier gegen die Kante und dann ist man eben aus der Jigführung wieder raus. Das ist, ja, kann manchmal ein bisschen nervig sein. Kann man machen, aber in diesen ganz tiefen Löchern lauern auch in der Regel eher die Quappen oder die Welse. Und die will man ja, naja, eigentlich nicht. Vor allem Wels. Wels hier am Windenbach macht halt wirklich nicht viel Sinn. Die sind für das Setup in der Regel viel zu schwer. Und kohlemäßig lohnt es sich nicht. Und ja, es macht einfach nur Verschleiß. Ne? Das macht einfach nicht so wirklich
nicht so wirklich Sinn. Welt ist leider einfach nur Endgame. Na guck, kleiner Steinschill war schon mal da, auf dem Sechserhaken jetzt. Vielleicht ist es doch dann, noch ein bisschen näher ranziehen, vielleicht ist es doch mit einem größeren Haken besser, aber auch das muss man erstmal ein bisschen rumprobieren. Aber grundsätzlich ist das schon eine ganz coole Sache. Einfach mal hier mit dem chilligen Belaya-Setup. Und wenn man da schon seine ersten Punkte drin hat im Jiggen, das geht ja auch relativ schnell, kann man eben hier auch noch schön weitere Skillpunkte machen, Barsche rausziehen, wie gesagt Steinschill, manchmal auch Hechte, je nachdem welche Köder man hat. Und dann gib ihm. Das Gute ist, die Köder sind eigentlich recht robust, da kann man, ich sag mal, bestimmt so um die 50 Fische rausziehen oder sogar noch mehr, bevor der Verschleiß dann erstmal richtig reinkickt. Der Verschleiß ist auch komplett egal, also auch wenn die irgendwann im roten Bereich sind, orangenen Bereich sind, kann man die immer noch komplett aufbrauchen hier, diese Gummifische, bis sie wirklich komplett vom Haken fallen, dann haben sie keine Lockwirkung mehr. Also so lange verwenden, bis die komplett durch sind. Da gab es dann zum Nordmeer nochmal die Info dazu, dass man die eben komplett verschleißen kann. Und es kann auch schon mal sein, dass so ein Gummiköder anfangs ein bisschen mehr Verschleiß hat und dann auf einmal lässt es wieder ein bisschen nach. Also anfangs sieht es aus, als ob die da ein bisschen dicker sind vom Verschleiß oder mehr Verschleiß kriegen und dann ist irgendwann der Verschleiß oder es pendelt sich ein bisschen besser ein. Na, ich glaube, ich bleibe doch lieber auf dem Einserhaken, denn hier die kleinen, die will ich ja nun wirklich nicht. 7 Gramm Einser groß, den nehme ich hier nochmal. Und bleib hier nochmal wieder auf dem Quicker. Ich teste auch gleich nochmal ein bisschen andere Farben. Mal sehen. Vielleicht geht er hier auch gleich nochmal eine dicke, fette Trophy rein oder sowas von dem Steinschill. Das wäre doch nicht so schlecht. Bei diesem Neujahrs-Event, bei den Neujahrsaufgaben, hatte ich tatsächlich relativ schnell eine Trophy dabei. Und auf Jig sogar auch einen Don Kaulbarsch. Da war ich ja richtig platt. Also Tag und Nacht kann man das hier machen. Wenn man mal zwischendurch keinen Bock hat hier aufs Grundangeln und ein bisschen Skillpunkte machen will im Spinning, dann einfach auch mal sowas hier machen und die Steinschill rausziehen. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen. 30 verschiedene Fischis sind schon in der Tasche und wir gucken einfach mal, was die denn auch noch so an Silber bringen. Ja, ich habe gerade noch ein paar verschiedene Köder getestet. Ich gucke auch gleich nochmal eben rein und zeige nochmal die Köder, die mit am besten laufen können. Wir sortieren aber erstmal nach Preis. Ja, da haben wir doch ein Ziel, oder? 800 Gramm plus, 800, na, ich würde sagen, so in Richtung 800 macht es Sinn. Irgendwo zwischen den 800 und den 500 Gramm gibt es einen großen Sprung, denn da wird er auf einmal deutlich teurer. Wobei auch das hier, ist ganz okay. Also, wenn die so ab 200 noch was Gramm, also das ist so im maßigen Bereich, ein bisschen übermaßig, ne? Wenn die da so um die 5 Silber schon fast bringen, ist es doch gar nicht verkehrt. Einfach so fürs Jiggen kann man mal eben machen. Die oberen paar jetzt schon 130 Silber. Das ist nicht so verkehrt. Kann man mitnehmen. Jetzt gleich noch gucken, welche Barsche ich noch zu Köderbarschen mache. Aber ansonsten ist das ganz okay. Aber auch schon knapp. Wobei mit dem Belaya-Setup geht das, glaube ich, ganz gut. Also, kann man machen. Und von den Ködern her, ich habe, wie gesagt, gerade noch ein bisschen was getestet. Wir gucken gerade nochmal eben rein hier bei den Kunstködern. Beziehungsweise wir gucken mal direkt im Shop. Dann hat man auch direkt die Preise dazu. Also, Kunstköder. Und dann brauchen wir hier Weichplastikköder und dann nehmen wir zum einen hier die Quicker, und zwar die Quicker 3 in Weiß, der 5er hier. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann die Shads, die Lynx Minnows hier, der 80er. Lynx Minnow in Weiß, das ist eine Möglichkeit, der ist schon relativ groß, aber darauf hatte ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch meine Trophy bei diesem Weihnachts-Event, Neujahrs-Event. Ansonsten eben auch die Nummer kleiner ruhig testen. Das geht auch. Tiny Fish, auch immer richtig gut. Der 6er hier speziell, Tiny Fish 06. Der lohnt sich da am ehesten. Und 4,5er Quicker wäre eigentlich auch nochmal eine Möglichkeit.
Habe ich gerade noch nicht probiert, habe ich aber auch noch in der Tasche, hole ich jetzt nicht nach. Also das könnte man auch nehmen. Und sonst, wenn man tendenziell eher auf Zander aus ist, dann der Provoker. Absoluter Klassiker fürs Zanderangeln. Das dann aber tendenziell vielleicht auch eher mit dem Zander dann an der Sura. Da kommt man, glaube ich, am ehesten anfangs ganz gut auf Zander. Oder eben am Wolchow. Auch dazu gab es schon einen Video, ich verlinke das einfach nochmal. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit, auf Zander zu angeln, wenn man so im Levelbereich halt von 20 schon ist. Ja, das sind so die ersten Schritte fürs Jiggen auf die, ja, kampfstarken Fische oder auf die aggressiven Fische. Im schlimmsten Fall geht ein fetter Wels drauf. Im besten Fall eine Trophy Barsch oder Trophy Steinschill nimmt man noch gerne mit. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.